Oh, 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 ihr Lieben. Oder sollte ich lieber sagen, ho, 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 ihr Lieben. Kaum zu glauben. Es ist unfassbar, in 14 Sonntagen ist Weihnachten. Kannst du dir das vorstellen? Es war doch gerade erst Weihnachten, oder? Nun gut, wie dem auch sei, es dauert nicht mehr lange, es kommt schneller als gedacht. Und ich möchte ganz stark daran appellieren, bestell dir ein Catering. Und das sage ich nicht nur, weil du das unbedingt bei mir bestellen solltest, klar. Jeder hat aber nicht eine Nadine um die Ecke. Und ja, auch wenn wir deutschlandweit und angrenzende Niederlande und auch schon in Cannes gecatert haben, ist das wohl an Weihnachten bei dieser Auftragslage, außer für den Weihnachtsmann, schwierig, überall zeitgleich zu sein. Darum, bestell doch bei deinem Metzger des Vertrauens um die Ecke, bei deinem Caterer, bei einem Restaurant, dein Essen zur Weihnachtszeit. Ich möchte dir auch gerne sagen, warum. Ich finde es so sehr wichtig. Das ist das allerhöchste Fest, was wir mit unseren Liebsten feiern. Und es ist die Zeit, die wir gemeinsam genießen sollten. Es geht zum Jahresende, es ist Gemütlichkeit da. Keiner sollte an dem Tag in der Küche stehen und nicht jeden einzelnen kleinen Moment mit seinen Liebsten daheim feiern. So beginnt das Fest und so endet das Fest. Und alles, was dazwischen ist, alles, was diese Momente so besonders macht, kommt doch gerade erst in der Entspannung und in der Gemeinsamkeit. Bei uns ist es mittlerweile so, dass wir echt traditionell schon zu einigen unserer Kunden und zu unseren Gästen fahren. Das heißt, dass wirklich über viele Jahre hinweg die Schmeckerei hier als Tradition zu Weihnachten geschätzt wird. Das macht mich natürlich wahnsinnig stolz und ich glaube auch kein anderer empfindet das so. Ich bin da sehr, sehr demütig, denn ihr lasst uns an diesem heiligen Fest in euer Zuhause, zu eurer Familie, in euer Heim. Und das bedeutet mir schon richtig, richtig viel. Das ist natürlich so eine Wahnsinns-Vertrauensbasis, die ihr mir gegenüber bringt, dass ich euch zu Weihnachten catern darf, dass ihr mir das in die Hände gebt, dass ihr mir vertraut, dass ich euch was Leckeres gebe. Und glaubt mir, da ist mein eigenes Ziel so hoch gesteckt, weil mir das so viel bedeutet. Weil mir das so wahnsinnig viel bedeutet, dass die Schmeckerei dich an diesem Familienfest, an diesem hochheiligen Tag, wo alle zusammenkommen, manche das einzige Mal in dem Jahr zusammenkommen, manche das einzige Mal, um gemeinsam zu essen und zu singen und die Liebe zu spüren und das Ja ausklingen zu lassen. Und da denke ich mir stets, meine Güte, das ist so besonders, dass ihr an diesem Tag die Türen für uns öffnet. Und an dieser Stelle ein wahnsinnig großes Dankeschön genau dafür, denn das ist nicht selbstverständlich. Und das, was wir uns in diesen Jahren über Generationen ja auch hinweg erarbeitet haben, ging natürlich auch nicht ohne unsere Kunden und ohne unsere Gäste, die jede Zeit mit uns gegangen sind. Es war ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es waren so schwere Zeiten mit dabei. Und die Tradition zu schützen, zu wahren, dieses Erbe der Beständigkeit, gerade am Fest der Liebe zu leben und zu genießen und beizubehalten, das ist schon was ganz Besonderes. Darum auch, wenn du keine Nadine um die Ecke hast, bestell bei einem Caterer, bei einem Metzger, bei einem Restaurant. Lass vielleicht echt eine neue Tradition aufleben, denn das macht Weihnachten besonders. Wenn du dir und deinen Liebsten gönnst, jeden Moment in Gemeinsamkeit zu leben. Ich freue mich sehr auf die Zeit und besonders freue ich mich, dass ich all die leckeren Menüs, die ich mir ausgedacht habe, endlich kochen kann. Ich freue mich so auf Maronen und ich freue mich so auf Zimt. Ich freue mich auf diese schweren Gewürze, die jetzt im Sommer die ganze Zeit total vernachlässigt wurden und nicht mehr genutzt wurden, geschmeckt wurden, gelebt und geliebt wurden und gegessen wurden natürlich. Und diese Menüs, die ich zusammengestellt habe, also wenn du möchtest, schau auf unsere Homepage. Ich habe sie hochgeladen, ich habe sie mit voller Herzblut ausprobiert und bei 30 Grad haben sie schon äußerst gut geschmeckt und ich verspreche dir, das wird ein
echter Gaumenschmaus, ein echtes Geschmacksspektakel zu Weihnachten.